Jeder kennt sie eigentlich und wer einmal etwas Ordnung auf seinem iPhone schaffen möchte, da er sehr viele Apps installiert hat, der kommt an ihnen eigentlich so gut wie gar nicht vorbei. Es handelt sich um die Ordner auf iOS und zwar seht ihr hier schon einige von mir, zum Beispiel hier den Dienstprogramme-Ordner, hier die Spiele, dort die Bildung, hier nochmal Dienstprogramme, dann den Jailbreak-Ordner und den Apple-Ordner. Ordner, das sind die Ordner, die ich auf meinem Gerät installiert habe und wie gesagt, sie sind einfach alltäglich bekannt. Problem ist nur, dass sie meiner Meinung nach ziemlich langweilig sind und da gibt es auf jeden Fall trotzdem auch noch ein paar Funktionen, die diese Ordner nicht beinhalten, die eigentlich mal ganz praktisch wären. Und dort springt die Tweak ein, die ich euch heute in einer neuen Folge von die besten Studio Tweaks aller Zeiten vorstellen möchte und damit begrüße ich euch auch nochmal herzlich zu diesem Video. Die Tweak nennt sich Folder Enhancer, kostet $2,49 und was das Ganze genau macht, zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß! Wie gerade schon gesagt, das fügt verschiedene Funktionen zu den Ordnern auf iOS hinzu. Ich zeige euch erstmal, wie es aussieht, wenn ich einen Ordner öffne und zwar zeige ich euch das anhand des Dienstprogrammordners. Ihr seht schon, der Ordner sieht völlig anders aus als normal. Also erstmal öffnet er sich viel schneller, was eigentlich auch ziemlich praktisch ist. Dann habt ihr halt immer noch diese schöne Animation, wenn ihr hier den Ordner öffnet, sowie wenn ihr ihn schließt. Außerdem sieht das Ganze anders aus, da ihr jetzt hier ein ganzes Fenster habt und dort die Apps drin habt. Normalerweise würde das ja nur hier bis nach unten runtergehen sozusagen und dann würden uns da die Apps angezeigt, aber nun bedeckt das sozusagen den ganzen Screen, was meiner Meinung nach ziemlich gut aussieht und was mir sehr, sehr gut gefällt. Also ich habe mich wirklich daran gewöhnt und ich kann es mir nicht vorstellen, wieder die alten Ordner auf iOS zu nutzen. Außerdem fügt diese Tweak eine Funktion auf iOS hinzu, bei der ich mir denke, warum in aller Welt gibt es das nicht auf iOS? Ich meine, auf jedem Mac oder Windows PC ist das Ganze schon Standard und dort ist es eigentlich nicht mehr wegzudenken und das macht einfach alles viel strukturierter auf dem PC bzw. Mac. Und warum gibt es das nicht auf iOS? Ich meine, die Funktion Ordner in Ordner hinzuzufügen, das bedeutet, indem ich jetzt hier zum Beispiel im Dienstprogramm-Ordner noch einen weiteren Ordner darin anlegen kann. Ich zeige das jetzt zum Beispiel mal, wenn ich diese App auf die Aktien-App ziehe, dann habt ihr hier schon einen Ordner mit dem Namen Fotografie erstellt, wo dann auch hier schon die beiden Apps drin sind und wir können das Ganze natürlich hier verwalten. Wir sehen hier im Dienstprogramm-Ordner haben wir hier dann die Fotografie und können dann zum Beispiel ja noch das Game Center reinschieben oder sowas. Und das ist eine Funktion, bei der ich mir denke, oh, das ist mega genial. Zum Beispiel, wer einen Spieleordner hat, kann es dann noch ordnen in Actionspiele, Sportspiele, Abenteuerspiele und was nicht sonst alles. Und hier ist es halt wirklich sehr, sehr genial. Also ich frage mich, warum man sowas nicht mal auf iOS machen kann. Eine super Sache. Eine weitere sehr nützliche Funktion ist es, dass man auch Seiten in den verschiedenen Ordnern hat. Bedeutet, ihr kennt es vielleicht, wenn ihr sehr, sehr viele Spiele oder so auf eurem iPhone installiert haben, dann passiert es schon mal, dass der Ordner irgendwann mal voll ist, wenn ihr viel drauf habt. Und dann müsst ihr immer Spiele 1, Spiele 2, Spiele 3, Spiele 4 machen und so weiter. Und das ist ziemlich mühsam und nervig und einfach nur blöd. Und hier geht das auch einfacher. Also wir können verschiedene Seiten anlegen. Zum Beispiel habe ich jetzt hier mal meinen Ordner mit vielen Apps drin. Wenn ich sage, die App soll auf die Seite, kann ich die hier irgendwo hinschieben. Und wenn ich sage, die App aber soll auf die nächste Seite, ist sie hier auf der nächsten Seite. Und so habe ich verschiedene Seiten in meinen Ordnern angelegt. Ich kann natürlich noch mehr anlegen. Und so wird das Ganze auch nochmal viel strukturierter, da ihr einfach die Ordner viel mehr füllen könnt. Und das gefällt mir auch sehr, sehr gut, besonders wenn ihr wirklich viele Apps auf eurem Gerät installiert habt. In den Einstellungen zu Folder Enhancer gibt es dann auch sehr viele Sachen, die ihr einstellen könnt. Ich zeige das jetzt einfach mal, indem ich hier runter scrolle zu meiner Studio Section und dort auf Folder Enhancer gehe. Hier haben wir zum Beispiel bei der Appearance verschiedene Sachen. Zum Beispiel können wir die Text Color ändern und hier halt irgendeine Farbe uns raussuchen, die uns ganz toll gefällt. Wir können unseren Folder Background, also den Hintergrund, von der Farbe her ändern und hier auch irgendwie so ein nettes Blau zum Beispiel nehmen. Oder wir können den
Folder Rand nehmen und dann hier zum Beispiel, ja, machen wir mal irgendeinen Grau oder so. Oder bringen wir doch mal ein bisschen mehr Rot rein. Also so können wir dann halt hier unsere Farben auswählen. Und das können wir halt einstellen. Wie das Ganze aussieht, zeige ich euch dann jetzt gerade noch einmal. Und wir haben hier beim Behavior noch ein paar Sachen zu den Animationen. Zum Beispiel haben wir hier dann noch was zu den Animationen. Und hier haben wir dann das nochmal mit dem Page-Scrolling und so weiter. Hier habt ihr noch ein paar unwichtigere Sachen dann. Aber hier ist wirklich das, was ihr größtenteils einstellen könnt. Da gibt es wirklich ein paar nette Sachen, die schick aussehen. Ja, meiner Meinung nach Folder Enhancer wirklich eine unglaubliche Tweak. Sie bietet einem eine volle Überarbeitung über die Ordner auf iOS. Und das war wirklich mal nötig. Und das ist eine Tweak, die habe ich schon etliche Zeiten lang auf meinem Gerät installiert. Ich weiß nicht, es war auf jeden Fall eine der ersten Tweaks, die ich installiert habe und auch eine von den Tweaks, die ich gar nicht mehr löschen wollte, weil sie einfach so genial sind. Also auf jeden Fall nochmal eigentlich ein Kultklassiker. Einige kennen es vielleicht doch nicht und wirklich meiner Meinung nach eine schöne Tweak. Ja, damit war es das dann auch wieder von dieser Folge. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und dass ich euch mit dieser Tweak weiterhelfen konnte. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst es mich doch bitte mit einem Daumen nach oben wissen. Denn ihr wisst ja, ist der Daumen oben, wird man euch loben. Oder ihr könnt hier unter diesem Video den Kanal abonnieren. Ihr wisst ja, ist der Abonnieren-Button gedrückt. Habt ihr viel Glück. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao Leute, euer Jailbreak-Profi.